Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Call of Duty 2 in eine der letzten Missionen. Denn wir sind drauf und dran, die Deutschen ein für alle Mal zu vernichten. Also ich in der Rolle als Amerikaner, als Engländer, als Russe, mich selbst. Sehr gut. Mit ganz großen Schritten kommen wir an. Oh, die ersten hat es zerlegt. Wir sollen weiterfeuern. Leute, hier sind Minen. Ich finde das nicht gut, wenn du jetzt da drauf fährst. Genau das. Ja, das sehe ich ja schon. Drücke F, um zurückzutreten. Okay, dann wollen wir mal. Ich wollte eigentlich hier raus irgendwie. Ah, hier. Oh, meine Kollegen sind tot. Oh! In letzter Sekunde rausgegangen. So. So, warte mal. Handgranaten ist jetzt aber auch nicht so das, was wir wollen. Wir wollen Rauch. Ja, genau. Rauch. Habe ich doch gesagt. Aua, 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 aua. So, dann wollen wir mal. Nehmen wir den Punkt mal ein. 3, 2, 1, raus. Und runter. So, den kriegen wir doch jetzt. Zack. Sehr gut. Jetzt schön mit Bande noch spielen gegen die Wand. Und dann bin ich fast tot. Fuck you. So, komm, die Hochgranate. So, okay, wir haben es auf jeden Fall schon geschafft hierher. Warte. Wie das Ding sich dreht, jetzt aber. Hehehe. Mit den eigenen Waffen. Ja, du hast einen. So, wo seid ihr denn? So, Leute, ihr könnt mal langsam aber sicher hochrücken. Ah, es war so klar, ne? Da willst du mal so ein bisschen da hoch sneaken, da kriegst du direkt auf den Sack. So, ich glaube auch, dass das Geschütz mir selbst nicht so viel hilft. Na, ne. Ah, jetzt kommen sie hier rein, oder? Hier ist doch gar keiner. Wer ist denn das? Du bist so einer Kirschenbaum. Private Kirschenbaum. Mhm. Hießen die wirklich damals so? Die Alliierten. Kirschenbaum. So, was muss ich denn hier machen? So, noch drei. Sehr gut. Zählt als eingenommen. Wenn ich einmal meinen dicken Hintern hier hinterplatziert habe, dann zählt es als eingenommen. Ja, natürlich. Ihr seht mich, da wisst ihr sofort, da gibt's nur eins. Granaten. So, warte mal, es waren zwei. Da ist noch einer. Jetzt will er flüchten, ne? Jetzt hat er Schiss. Jetzt hat er gesehen, dass ich komme. So, jetzt zusammen hier vorrücken, dann haben wir das Ding gleich eingenommen. Ich höre so viele Granaten. Ich habe keinen Bock, da einen abzukriegen. Ei, caramba. Warte mal, erstmal mal anders. Mal ein bisschen Sperrfeuer. Und dann kriechen wir mal langsam vor. Ey, es gibt's nicht. Call of Duty 2 macht wirklich meine Augen extrem trocken und jucken. Ich einfach keine Sekunde mal blinzeln darf. Da war einer, ich hab mich gesehen. So geil die Thompson auch ist, so wenig Munition hat sie. Hä? Scheiße. So, und dann eine schöne Stielgranate raus. Ey, Leute. Was ist hier los? Bleibt komplett die Luft weg. Oh, oh. Ich glaube, ich werde sterben. Ah, natürlich, deutsche Granate für den Arsch, Mann. Was? Wieso kommt der jetzt hier rein?
Wieder eine Granate, ey. Mann! Es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Jetzt juckt die Nase. Mitten im Kriege juckt die Nase. So, ein Schuss für dich. Alter, er zieht mir immer genau dann eine rein, wenn ich ihm gerade eine reinziehen will. Und dann ziehe ich daneben. So, Nummer 1. Sehr gut. Wir haben uns hier festgefranst. Jawohl, MP40. Der Amerikaner hat wohl nicht gewusst, wie man in Deckung geht. Nimm kein Ende, nimm kein Ende. Wir kommen hier nicht hoch. Ja, ja, deutsche Granate hin, deutsche Granate her. Deutsche Granate everywhere. Zack. Schöner Heady. Oh. So, warte mal, jetzt ist hier doch Rauch ganz angebracht, oder? Und bevor sich der ausbreitet, nutzen wir das aus und knallen den ab. Hehe. Natürlich. Yes! Genau reingedackelt, du Trottel. Hier waren noch so viele, die sind gerade alle hier lang gerannt. Da ist er. Komm. Ey, Achtung! Oh, ja, Granate, Alter, die hab ich da hingeworfen, du Dümpelkopf. Junge, Junge. Gehirn wie 2 Gramm gehacktes. Einfach mal Sperrfeuer reingesülzt, ne? Ja, Granate hin, Granate her. Ah! Oh. Komm, die Waffe ist gar nicht so schlecht, die lädt vor allem eins schön schnell nach. Hey, der liegt da im Drecke. Wir auch mal einen abschießen, B. Ist meiner. Das ist wirklich alles ein bisschen mehr oder weniger Sperrfeuer, was ich hier mache. Der hat gesessen. Die Granate da liegen lassen. Bleib liegen, Junge. Wir haben noch ein paar Schuss. Yes! Lass mich raten. Das, was gleich folgt, ist wieder mal eine Granate. Alter, guck dir das an. Ich will den letzten Schuss noch nutzen. Sehr gut. Jetzt komm, vorrücken. Private, sorry, ich muss dir leider in die Wade schießen. Oh, wie er sich zurückzieht. Dieser alte Sau. So. Schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen da hinten. Oh, die Bar, die nehme ich mit. Jetzt mal ein paar Granaten wäre nicht schlecht, ja? So, gleich wieder die guten Knaben bekommen hier vorne. Vorderster Front. Granate. So, jetzt gibt's doch nicht mehr viel, wo sie hinflüchten können. Granate. So, die Bar. Nicht schlecht jetzt hier auf solche Entfernung. Die hat halt ordentlich Bums unter der Haube. Ja, ja. So, jetzt nochmal alles durchladen und rein. Okay, und wieder zurück. Die lassen uns keinen Millimeter. Jawohl, die nehme ich jetzt mal. Boi. Sehr schön. Boah, was für eine Schlacht, ey. Was für eine fucking geile Schlacht. Warte mal, da könnten wir doch eigentlich auch mal runterzielen. Da werden doch wahrscheinlich gleich ein paar Gegner die Straße runterkommen. Oder hier, kann man das wegschießen?
Nee, geht erst bei Call of Duty 3 dann. Auf jeden Fall ziehen wir da mal hin. Man weiß ja nie. Natürlich, hier kommen keine Gegner. Es wäre so geil. Einfach mal so einen dicken Schuss da hinten hingesetzt. Hier geht's nicht lang. Mann! Lass das! Hier an der Seite lang kann ich leider nicht. Oh, Fallrückzieher. Wäre ich auch ganz geil, mit so einem Fallrückzieher eine Granate zurückschmeißen. So, einen hat's erwischt. So ein Schwachsinn. Drei. Apropos Granate, wir haben auch sehr viele Granaten gerade bekommen. Sehr gut. Und der nächste kommt sogleich. So. Zack, Alter. Nimmt kein Ende. Da kannst du reingucken, da stehen die nächsten drei wieder da. Okay, hier lang, echt hier lang. Seid euch sicher. Scheint richtig zu sein. Okay, da drüben geht's lang. Ach, hier ist ein Gegner, Alter. Ich guck hier mit aus dem Fenster. Ich guck mit aus dem Fenster und sag noch schönen guten Tag. So. Ihr habt das gerade gesehen. Der Gegner, der Deutsche, hat eine Thompson fallen gelassen. Was geht denn hier ab? Ja, ja, da kannst du versuchen wegzurennen, Dickerchen. Oh, ja, ja, aus dem Handgelenk bis hier rüber. So, warte mal. Gibt's mal eine dicke Granate hinter die Löffel? Mal schauen, ob wir damit das Problem schon beheben. Zack, ey, die Bar ist einfach richtig hart, ne? Wenn der sitzt, der Schuss, dann ist Zapfenstreich. Okay. Okay, er schießt einfach das Geschütz ab. Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Ja, ich laufe genau dahin, wo die Gegner gerade sind. Scheiße! Boah, hau da ran, Junge! Komm hier hoch! Ist der jetzt kaputt hier? Der ist noch nicht kaputt hier, der ist noch nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Ein Spätzünder sozusagen. Keine Ahnung, das ging doch gerade hoch, oder nicht? Völlig strange. Ging hoch, aber ging nicht kaputt. So, warte mal, die ist gar nicht schlecht, die Knarre hier. So, kann ich die vielleicht umgehen? Lass mich raten, hier hinten ist eine unüberwindbare Mauer. Da kann ich natürlich nicht lang, oder? Hm. Ja, ihr braucht nicht hier, braucht er gar nicht. McCloskey. McCloskey, komm mit. So. Wo ist denn der Panzer? Wir nehmen mal die Knarre mit dir. Die MP40 ist, glaube ich, jetzt besser. So, da ist der Panzer. Oh, das wäre jetzt die super Position gewesen. Rauch wäre jetzt natürlich optimal. Okay, let's go. Und den schnell. Zack, dran geheftet. Ist er kaputt? Jetzt ist er kaputt. Vergiss es. Ja, von hinten aufpassen, die kommen noch. Komm jetzt her! Zeige dich jetzt und stirb! Kann doch nicht sagen, die rennen da einfach alle, die spielen ohne Skat. Boah, das sind viele! Hohoho!
Boah, das sind echt viele. Aber wir müssen da auch hin. Das ist wahrscheinlich die neue Mission. Na komm. Sehr gut. Da ist die Granate. Da würde ich nicht hinrennen an deiner Stelle. Der labert immer noch. Er ist tot. Wir halten fest, er ist einfach tot. Geile Mission, richtig geil. Hammer. Auch diese Mission ist wieder so aufgebaut, dass es eigentlich ein zentrales Ziel gibt, aber es verschiedene Möglichkeiten gibt, halt diesen Panzer zum Beispiel zu zerstören. Hätte ich jetzt Rauch gehabt, wäre das wahrscheinlich alles wesentlich einfacher gewesen. Habe ich aber nicht. Habe ich natürlich wieder vorher rausgehauen oder jetzt hier. Ich hätte natürlich auch ans Geschütz gehen können. Das, was ich vorhin gesagt habe, habe ich natürlich nicht. Das ist schon sehr makaber hier in der Kirche, direkt auf dem Friedhof. Sie heulend an den Rhein zurückgeschickt. Es macht mich stolz, mit euch zu dienen. Ihr seid allesamt gute Ranger. Sergeant Randall, eine Sache noch. Mit dem Gentleman bin ich mir nicht so sicher. Aber was würden Sie davon halten, Offizier zu sein? Ich biete Ihnen einen Posten als Lieutenant. Er meint mich. Gute Anführer sind schwer zu finden. Was sagen Sie? Mich. Das wäre mir eine Ehre, Sir. Aber dann würde uns ein Sergeant fehlen. Wie wäre es denn mit Corporal Taylor hier? Das merke ich mir, Lieutenant. Nee, nicht merken. Einfach ja sagen, Junge. Du musst lernen, Entscheidungen spontan zu treffen. Ja, das merke ich mir und er schubst mich weg. Arschloch. 16. April 1945. Die sowjetische Rote Armee beginnt ihren Angriff auf Berlin, die deutsche Hauptstadt. Eine 500.000 Soldaten und Zivilisten fallen in einer schrecklichen Schlacht, die fast 3 Wochen andauert. Als die alliierten Einheiten Berlin von Osten und Westen aus einschließen, beginnt das Kommando der Deutschen angesichts der drohenden Niederlage zu wanken. Am 8. Mai 1945 ergeben sich die Deutschen bedingungslos den Alliierten. Zum Preis von 50 Millionen Toten ist der Krieg in Europa schließlich beendet. In allen Nationen der alliierten Streitkräfte wird der Tag des Sieges offiziell gefeiert, der Tag des Sieges über den deutschen Befehlshaber. Sagt mal, das wirkt jetzt irgendwie so final, oder? Wenn die Deutschen besiegt sind, heißt das ja, wir haben es durch, weil das war das Ziel. Haben wir es jetzt durch? Guckt mal hier, COD2, das ist doch eine originale Aufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg. Gab es etwa da auch schon Call of Duty? Oh, wir haben es durch, Leute. Wir haben es durch. Okay, die letzte Mission fand ich jetzt irgendwie, war geil, keine Frage. Aber da hätte ich mir jetzt nochmal so eine... Ja, weiß ich auch nicht. So eine schöne durchgeskriptete Sequenz gewünscht, wo man einfach nochmal irgendwas einnimmt, dann verteidigen muss. Eigentlich diese Mission, die hier gerade kommt, ne? Genau dieses, diesen Hügel hoch, das war ja das. Wir mussten diesen Hügel oben einnehmen und dann mussten wir den Hügel verteidigen. Wäre eigentlich das perfekte Finale gewesen. War das nicht auch so ähnlich, das Finale von Call of Duty 3? War das nicht auch so ein Hügel, den wir eingenommen haben und zum Schluss verteidigt? Oder Call of Duty 5? Weiß ich nicht mehr genau. Schreibt es in die Comments. Ansonsten Call of Duty 2, ja. Also ich finde es tatsächlich jetzt, wo wir es durchgespielt haben, die ersten Missionen, die ersten 2 Kampagnen, ja, gutes bis sehr gutes Spiel, hat Spaß gemacht, aber zu sehr geskriptet. Und dann aber die letzte Kampagne, die ja wirklich ungefähr 2/3 des Spiels ausmacht, sehr gut. Wirklich sehr gut, hat wieder saumäßig Spaß gemacht und sogar ein Stückchen besser als Call of Duty 1. Also wirklich so, wie ich es in Erinnerung hatte, so ist es auch. Meiner Meinung nach sieht das Ding auch immer noch fantastisch aus. Wenn man mal überlegt, dass das Ding einfach, wie alt ist das jetzt? Das ist 17 Jahre alt. Wie geil. Schöne Grafik, knackige Texturen. Und wie ihr das seht, hier butterweiche Animation. Also wirklich legendär. Und ich möchte sogar beinahe sagen, es ist noch nicht so ganz überladen wie die heutigen Teile mit irgendwelchen Animationen und immer zu geskripteten Ereignissen und immer wieder irgendwelche CGI-Sequenzen. Sondern du bist immer im Spielgeschehen, du hast immer die Kontrolle. Du kriegst ganz kurz irgendwas an den Latz geknallt, mach das! Und du denkst, alles klar, dann mach ich das. Und du bist automatisch drin. Und wenn du es nicht machst, dann wirst du halt erschossen. Ja, zack,
Zack, genau so. Eine Sekunde zu spät. Zack, so war's im Krieg. Und nicht irgendwie so ein Script-Time-Script-Event. Oder auch Script-Time. Ihr wisst, was ich meine. Ja, geil. Sehr schönes Call of Duty, sehr schöner Ego-Shooter. Einer der besten sicherlich. Und ist es euer Lieblingsteil? Das ist die Frage. Findet ihr, dass Call of Duty 2 die beste Singleplayer-Kampagne hat? Der Call of Duty-Reihe? Ich würde beinahe sagen, schwierig auf jeden Fall. In den Top 3 ist es definitiv mit drin. Mit drin würde sicherlich noch Black Ops Teil 1 sein. Und das neue Modern Warfare fand ich auch ziemlich geil. Fand ich auch ziemlich geil. Ja, lasst es mal in den Comments stehen. Ich zeige euch noch diese schöne Sequenz hier. Die gucken wir uns noch gemeinsam an. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst. Und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denn der nächste Call of Duty Teil, der wartet schon. Und der Ruf der Pflicht ist nicht weit. Danke fürs Zusehen. Euer Frank-Würde-Franz. Ciao.